Ja, herzlich willkommen zum Grundsoffen-Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind einige spannende Themen hier bei uns auf dem Hof und die möchte ich euch jetzt gleich mal vorstellen. Unter anderem hinter mir sind wir gerade am Clown schneiden und im anderen Stallgebäude wird gleich ein Embryotransfer bei einem sehr hochgenomischen Rind durchgeführt. Dazu aber dann später mehr. Jetzt geht es erstmal zum Fabian, der bei uns die Clown schneidet. Und dann schauen wir uns mal an, was da so passiert. Da sieht man die Kühe, die schon darauf warten, dass sie gleich auch in den Clownstand kommen. Sind nicht zwingend begeistert. Ja, genau. Das ist Fabian Hinrichs, unser Clownschneider. Das ist eine Maldini-Tochter, die da jetzt reinkommt. Schlachter. So, da haben wir das Bein angehoben, drunter geklemmt. Was ist jetzt wichtig, Fabian? Worauf achtest du jetzt als Clownschneider? Also erstmal im ersten Moment gucke ich mir erstmal die Klaue an sich sowas an, ob der Ballenbereich geschwollen ist, ob Limax dazwischen ist, Mortellaro-Stellen und so weiter. Das haben wir hier in dem Fall nicht. Jetzt fange ich einfach erstmal an, arbeite das 5-Punkte-Schema ab, gucke mir nach, mit der Flex bestelle ich die Länge und die Höhe ein und dann komplett das Modell mit dem Messer. Die Länge, Höhe auf der Maß- bzw. auf der Belastungsdauer eingestellt. Das sind die nach dem 5-Punkte-Schema, wie wir es in Echim auch gelernt haben. Und so eigentlich auch alle Clownpfleger das durchführen sollten. Jetzt mache ich das Modell, oben den Ballen putzen, das machen wir jetzt in einem. Und dann kann ich sehen, dass die Kuh einen super schönen Fuß hat. So wie es sein soll. Warum hast du gerade eben den Winkelschleifer in der Hand gehabt und damit die Klaue abgeschnitten? Ich mache es ja ganz einfach, um eine plane Fußungsstärke zu schaffen bzw. die Länge einzustellen. Früher haben sie das alles mit dem Messer gemacht. Warum sollen wir nicht mit der Zeit gehen und wir können das auch mit Winkelschleifer machen? Ganz einfach auf dem Grunde. Ist es auch gefährlich mit dem Winkelschleifer? Ja, natürlich. Schon mal was Blödes passiert? Du musst mir auch eine Schutzbrille aufsetzen, wenn das fehlt. Nein, also mir ist so nichts passiert. Mal ab und zu ein bisschen die Finger angesiebelt und so weiter, aber... Da sehen wir jetzt, wie er die Hohlkehlung schneidet. Was bewirkt die Hohlkehlung? Die Hohlkehlung hat mehrere Funktionen. Einmal Belüftung oder Sauberhalten des Clown-Zwischenspalts. Du hast eine bessere Durchblutung. Dadurch natürlich weniger Rehe bzw. andere Clown-Erkrankungen. Belüftung ist ganz wichtig, ganz einfach, weil der Dreck besser abgedrückt werden kann, weil du einfach hier einen Keil und du drückst den Scheiß immer nach oben und raus. Dadurch ist der Clown-Zwischenspalt immer sauber. Dadurch die bessere Belüftung und natürlich auch sauber dafür. Und den Punkten, die hier zwischen Klauen, Krankheiten und so weiter, Limax und so weiter, können wir dann auch besser sehen. So, mein Schatz.
sobald die Kühe fertig sind mit dem Klauen schneiden, laufen sie dann hier raus und wieder zurück in das Gebäude. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Da steht das Tier, was gerade die Klauen geschnitten bekommen hat. Da können wir jetzt mal schauen, wie sie jetzt läuft. Also sie hat ja schon eh sehr gute Klauen. Und ja, dann sind sie eher so ein bisschen stapsig auf den Beinen, aber die läuft schon wieder sehr, sehr gut durch den Stall. Und so soll es dann auch sein. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Tier, was einen Verband hat. Die hat Montelaro am Fuß gehabt und hat deshalb einen Verband am Fuß bekommen. Der wird innerhalb der nächsten 3 Tage entweder von alleine abfallen oder ich werde ihn abnehmen. Und dann sollte die Montelaro-Stelle auch weitestgehend ausgeheilt sein. So, das soll es erstmal vom Klauenschneiden gewesen sein. Wir laufen jetzt mal rüber zum Embryo-Transfer. Schauen mal, wie es da gerade läuft. Da ist der Arno vom Zuchtverband vor Ost und die Praktikantin Frauke ist auch dabei und macht heute ihren ersten Embryo-Transfer mit. Gut, bis gleich.